Hi und herzlich willkommen zurück bei Jost Truck Stop. Ich bin Christian und bei uns geht es heute wieder um unsere Trailerachsen, genauer gesagt um dieses Teil hier, die 3D-Lagerbuchse. Als Teil der Aufhängung der Achse ist es besonders wichtig, dass die 3D-Lagerbuchsen in einwandfreiem Zustand sind und bei Verschleiß ausgetauscht werden. Damit ihr dabei so wenig Aufwand wie möglich habt, gibt es jetzt ein neues Werkzeug von Jost dafür. Das kann am Achskörper vormontiert werden und dadurch können alle Arbeitsschritte von einer Person erledigt werden und ihr spart dadurch auch noch Zeit. Wir zeigen euch hier, wie ihr das Werkzeug mit einem Hydraulikzylinder benutzt. Ihr könnt es auch manuell benutzen. Wie das geht, steht in der Montage- und Betriebsanleitung. Los geht's! Wie immer gilt natürlich Safety First. Beachtet alle Sicherheitshinweise in der zugehörigen Montage- und Betriebsanleitung. Ihr startet natürlich mit dem Ausziehen der alten 3D-Lagerbuchse. Im ersten Schritt die Aufnahme bündig an das Auge des Führungslenkers ansetzen. Beachtet dabei die Führungsphasen. Die Aufnahme am Führungslenker fixieren. Dazu die Rändelmutter der Aufnahme handfest anschrauben. Dann müsst ihr die 3D-Lagerbuchse vorsichtig mit einem Heißluftgebläse erwärmen. So könnt ihr sie leichter aus dem Führungslenker herausziehen. Dabei darf sich natürlich kein Gefahrgut auf dem Fahrzeug befinden. Anschließend den Gegenhalter in das Gewinde des Zylinders schrauben. Den Gegenhalter mit Zylinder bis zum Anschlag in den Bajonettverschluss der Aufnahme drehen. Die Spindel so durch den Hydraulikzylinder ziehen, dass der Kopf der Spindel bündig darauf aufliegt. Dabei führt die Spindel durch die 3D-Lagerbuchse und steht auf der anderen Seite heraus. Den Auszieher auf die Spindel aufstecken. Die Mutter auf die Spindel aufschrauben, bis der Auszieher bündig auf der 3D-Lagerbuchse aufliegt. Beachtet die richtige Montagereihenfolge des Werkzeugs. Dann Hydraulikpumpe mit Hydraulikschlauch und Manometer an den Zylinder anschließen. Natürlich müsst ihr dabei die Herstellerangaben beachten. Verwendet das Werkzeug unbedingt mit einem Manometer. Ihr habt sonst keine Möglichkeit, den Systemdruck zu kontrollieren und das kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen. Schließt dann die Hydraulikfußpumpe an die Druckluftversorgung an. Durch langsames Pumpen Druck aufbauen und die 3D-Lagerbuchse aus dem Auge des Führungslenkers herausziehen. Der Systemdruck darf maximal 400 bar betragen. Bitte achtet darauf, dass sich niemand im Arbeitsbereich der Hydraulik befindet. Falls der maximale Hub des Zylinders erreicht und die 3D-Lagerbuchse noch nicht herausgezogen sein sollte, muss das Werkzeug nachgesetzt werden. Langsam den Druck von der Hydraulikfußpumpe ablassen. Dabei fährt der Kolben des Zylinders ein. Die Mutter auf der Spindel weiter aufschrauben, bis der Auszieher wieder bündig an der 3D-Lagerbuchse anliegt. Wieder durch langsames Pumpen Druck aufbauen, bis die 3D-Lagerbuchse komplett herausgezogen ist. Nach dem Ausbau das Auge des Führungslenkers mit einer Drahtbürste oder Stahlwolle reinigen. Jetzt könnt ihr mit dem Einziehen der neuen 3D-Lagerbuchse starten. Das Auge des Führungslenkers, die 3D-Lagerbuchse und den innenliegenden Konus der Aufnahme dick mit Reifenmontagepaste einstreichen. Den Gegenhalter mit Zylinder bis zum Anschlag in den Bajonettverschluss der Aufnahme drehen. Die Spindel so durch den Hydraulikzylinder ziehen, dass der Kopf der Spindel bündig darauf aufliegt. Dann die Abstandshülse auf die herausstehende Spindel aufstecken. Die 3D-Lagerbuchse von hinten auf die Spindel aufstecken und in die Aufnahme einlegen. Die Führungshülse auf die Spindel aufstecken und in die 3D-Lagerbuchse hereindrücken. 3D-Lagerbuchse so ausrichten, dass die Strichmarkierung auf der Lagerbuchse in einer Linie mit der Schweißnaht am Führungslenker steht. Maximale Toleranz ist dabei plus minus 2 Grad. Anschließend den Einzieher auf die Spindel aufstecken. Die Mutter auf die Spindel aufschrauben, bis der Einzieher bündig auf der 3D-Lagerbuchse aufliegt. Beachtet die richtige Montagereihenfolge des Werkzeugs und überprüft die Ausrichtung der 3D-Lagerbuchse. Durch langsames Pumpen Druck aufbauen und die 3D-Lagerbuchse in das Auge des Führungslenkers hereinziehen. Währenddessen auf die korrekte Positionierung der Lagerbuchse achten. Sollte der maximale Hub des Zylinders erreicht sein und die 3D-Lagerbuchse noch nicht hereingezogen sein, muss das Werkzeug nachgesetzt werden. Langsam den Druck von der Hydraulikfußpumpe ablassen, sodass der Kolben einfährt. Abschließend die Mutter auf der Spindel weiter aufschrauben, bis der Einzieher wieder bündig auf der 3D-Lagerbuchse aufliegt. Wieder durch langsames Pumpen Druck aufbauen und dadurch die 3D-Lagerbuchse bis zum Anschlag hereinziehen. Achtet auch darauf, eine neue Lagerbockverschraubung und neue Verschleißscheiben zu verwenden.
Außerdem müsst ihr beachten, dass ihr den Trailer nach dem Austausch der 3D-Lagerbuchsen für mindestens einen halben Tag nicht in Betrieb nehmen könnt, bis sich die Reifenmontagepaste vollständig verflüchtigt hat. Sonst kann es passieren, dass sich die 3D-Lagerbuchsen verdrehen und Schäden an Bauteilen und im Fahrzeug auftreten. Das war's auch schon wieder für heute von Jost Truck Stop. Wenn ihr mehr Tipps und Tricks haben wollt, die euch die Arbeit in der Werkstatt leichter machen, schaut gerne auch in die anderen Folgen rein und folgt Jost World auch auf Social Media. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute!